Es ist Mittwoch, der 4. Februar 2009, 18.18 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend hier bei Orga TV. Heute mit der 7. Gruppe der, ja, ich bin ein Alteingesessener, ich sage immer noch UMP, Übung zur Medienpraxis, aber inzwischen heißt es, glaube ich, Multimedia-Praktikum. Richtig? 7. Gruppe des Multimedia-Praktikum, Serjoscha Schirrer und Oliver Schnitzer, das sind die beiden, die dieser Gruppe angehören. Die haben natürlich auch ein Thema bekommen und eine Aufgabe, und welches das ist, das seht ihr jetzt. Jawohl. Motivation in einem Unternehmen. Wie motiviert man die Arbeitnehmer? Wie motiviert man sich selbst? Wie motivieren sich die Führungskräfte? Kommunikation, natürlich auch ganz wichtig. Mitunter zum Beispiel bei der Motivation. Ohne Kommunikation geht natürlich nichts. Welche Kommunikationswege gibt es? Wie führt man diese Kommunikation aus? Und dann haben wir noch Administration, hier repräsentiert durch Herrn Ohlinger, der wäre heute Studiogast gewesen. Krankheitsbedingt konnte er leider nicht kommen, aber eben auch ein Thema Administration oder kurzum Verwaltung im Unternehmen. Und wir haben heute ein Gewinnspiel. Unten vielleicht die Telefonnummer sich aufschreiben, ist ganz wichtig, die 0681 302 4942 am Ende der Sendung. Vielleicht kann man schon erahnen, worum es geht. Jawohl. Und Motivation, Kommunikation, Administration, das ist das Thema des heutigen Abends. Wie gesagt, Studiogast Herr Ohlinger, Leiter, dafür haben wir, was lachst du denn? Haben wir einen im Grunde noch viel besseren Ersatz bekommen, nämlich, Entschuldigung, ich muss gucken, Caroline Jorzig, es ist schon so lange her, als ich hier war, da war das noch alles anders. Caroline, wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du hier bist und natürlich vielen, 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 vielen Dank, dass du dich da zur Verfügung stellst. Ich habe nur gelacht, weil ich sehe wahrscheinlich fast genauso aus wie der Herr Ohlinger. Naja, übertreiben wir mal nicht. Gut, packt das ganze Thema in den ersten FC Kaiserslautern. Ich bin froh, dass du da sitzt und nicht der Herr Ohlinger, weil deswegen kann ich das befreit und ohne Bedenken sagen. Es gibt ja einige Saarländer, die hassen den ersten FCK. Also insofern, nichtsdestotrotz bitte nicht abschalten. Das Thema wird gut und die Sendung wird gut, von daher. Andererseits gibt es natürlich auch wieder Saarländer, die finden den ersten FC Kaiserslautern super, die vergöttern den. Gut, ist natürlich der höchste Verein, also in der höchsten Spielklasse momentan in dieser Region, Saarbrücken 5. Liga, Neunkirchen-Homburg, ja auch, wollen wir gar nicht drüber reden. Also von daher kann man natürlich auch verstehen, dass vielleicht manche dann eine Sympathie für den ersten FC Kaiserslautern haben. Vor einem Jahr, oder ja, nicht ganz vor einem Jahr, aber da sah es beim ersten FC Kaiserslautern ganz schön schlecht aus. Da standen die kurz davor abzusteigen, hast du das gewusst? Ja. Also du bist auch schon ein bisschen, also du verfolgst das schon, die Bundesliga. Aber das, sowas kriegt man mit, wenn der erste FC Traditionsverein, ja, genau. Also daher, vor einem guten oder knappen Jahr, da sah die Situation beim ersten FC Kaiserslautern ganz schön schlecht aus. Wie das war und was sich da getan hat, das gibt's jetzt. Captain Kunz, übernehmen Sie. Let's get ready to rumble! Kämpfen, Lautern, kämpfen! Willkommen in der Hölle! Wir wieder da! Unsere Festung ist der Menschenberg! Vergessen ist, was geschah!
Kämpfen, Lautern, Kämpfen. Und wieder ist der Ball nicht drin. Doch dann brachte uns Fritz Walter den Regen. Willkommen in der Hölle, wir sind wieder da. Festung ist der Wettbewerb, vergessen ist, was geschah. Willkommen in der Hölle, wir hoffen eine neue Zeit. Wir fürchten keine Niederlage, wir sind bereit. Jawohl, so sah die Situation aus beim ersten FC Kaiserslautern, fast abgestiegen und dann kam er, da haben wir es wieder, da kam der Saarländer Stefan Kunz und hat alles wieder zum Guten gebracht. Hervorragend, ist das nicht schön. Es gibt ein Happy End. Gehst du ins Stadion, guckst du dir manchmal Fußballspiele an? Oh, ganz selten, ganz, ganz selten. Aber schon mal bei der Weltmeisterschaft? Nee, keine Karten gehabt. Ganz ärgerlich. Ne? Ja, das ist eine Sauerei. Da war ich nur dann auf der Fanmeile in Kaiserslautern. Vor allem, ich wollte gerade sagen, vor allem, weil Kaiserslautern ja so nah. Ja. Saarbrücken hat es ja leider nicht bekommen. Ja. Leider, aber Kaiserslautern war natürlich schon nah. Also da hätte man natürlich hingehen können. Naja, gut, wir kommen zum Thema Motivation, Kommunikation und Administration. Wir beginnen mal mit Motivation. Was versteht man unter Motivation? Wer übt Motivation aus? In unserem Fall in einem Fußballverein, aber ein Fußballverein ist ja auch eine Organisation, ein Unternehmen, aber übertragen dann natürlich auch auf ein Wirtschaftsunternehmen. Also wer übt da Motivation aus? Wie das aussieht, wer das ist, Mats ab. Motivation leitet sich aus dem lateinischen Wort motivus ab und bedeutet ursprünglich Bewegung auslösend. Motivation entscheidet im Sport oftmals über Sieg und Niederlage einer Mannschaft. Hochkomplex ist die Motivation im Mannschaftssport zu bewerten, denn dort muss die individuelle intrinsische Motivation einzelner Mitglieder der Mannschaft in die gleiche Richtung gehen. Beim 1. FC Kaiserslautern hat es Milan Sasic innerhalb weniger Monate geschafft, den motivationalen Zustand der Mannschaft nachhaltig positiv zu beeinflussen. Durch seine Art schafft er es immer wieder, die Mannschaft punktgenau auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Das positiv herausragendste Beispiel in Sachen Leistungssteigerung durch Motivation stellt der die Saison herausragende Stürmer Erik Jędrzejczyk dar. Dieser wurde am Ende der letzten Saison fast aussortiert. Trotzdem hielt der Trainer Sasic an ihm fest und schaffte es, ihm durch motivationale Maßnahmen in die slowakische Nationalmannschaft zu helfen. Das heißt, für mich ist aber wichtiger, auch die Werke, von denen ich weglaufe, auch die Spieler, was können die nicht annehmen, auch deutlich die da zu präsentieren. Das heißt, die deutliche Analysen sind auch sehr wichtig. Die Bilder, dass die sehen, wie ist das passiert, dass die können das auch annehmen müssen, die vorher logischerweise das Spiel ausgebildet sind, dass sie wissen, was sprechen wir. Das sind ja Arten, wie kann man die Spieler dann in erster Linie bewerten. Immer vorsichtig sein, wenn man spricht über die Fehler, dann darf das nie eine persönliche Sache sein. Es geht die Fehler abzuschaffen. Deswegen, ich formuliere das sehr gerne, wir arbeiten in einer Gruppe, wenn wir haben das, was ist notwendig in meiner Gruppe, da ist das Respekt, da ist Geduld, da ist Toleranz. Ohne Sponsoren kann kein Verein auch im Profigeschäft existieren. Eine lange Tradition hat die Partnerschaft zwischen der Brauerei Carlsberg und dem Fußballclub Kaiserslautern. Carlsberg hat mit ihrer marketingtechnischen Ausrichtung Think Global, Act Local neue Maßstäbe innerhalb der Vermarktung gesetzt. So zielt die neue Kampagne dieses Gefühl auf die Fans des 1. FC Kaiserslautern ab. Dies führte zu einer großen Motivation, den 1. FC Kaiserslautern im Profifußball zu halten. Infolgedessen, dass Carlsberg in der letzten Saison am Ende für jeden Zuschauer über der Marke von 30.000 Freibier ausgegeben hatte, kam es zu einer Anhebung der extrinsischen Motivation einiger potenzieller Zuschauer. Ohne Fans geht im Fußball trotz Tendenzen in diversen Ligen nichts im Fall. Die Fans des 1. FC Kaiserslautern genießen, was Motivation ihrer Spieler durch Anfeuerung und Unterstützung jeglicher Art angeht, Weltruhm. Wir haben uns aus den vielen engagierten Fanclubs einen ganz besonderen herausgesucht. Ein Fanclub, der schon oftmals ausgezeichnet worden ist, kommt aus der Region Landstuhl.
Es handelt sich um den Fanclub Fair Play mit Sitz in Wittlich, der sich der Unterstützung der Ziele des 1. FC Kaiserslautern verschrieben hat. Um den Siegeswillen der Spieler zu erhöhen, begleitet dieser Fanclub den Verein oftmals zu Auswärtsbegegnungen und nimmt dabei auch regelmäßig behinderte Mitbürger mit. Jawohl, Motivation am Arbeitsplatz sozusagen im Fußballverein. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Motivieren kann Trainer, motivieren können die Fans und motivieren können die Sponsoren. Übertragen jetzt, wie gesagt, auf ein gewöhnliches, ich sage jetzt mal gewöhnliches Unternehmen. Sponsoren ist klar, wird das Gleiche sein. Trainer ist der Chef. Mhm. Gibt's Fans in einem normalen Kunden? Ist das der Kunde? Kunden? Ist das der Kunde, ja. Kunden können natürlich durchaus motivieren, indem man positives Feedback von denen bekommt, indem sie einfach, weiß nicht, das Produkt loben oder aber ganz eindeutig natürlich bei Dienstleistungen. Wenn es Dienstleistungen sind und ich sage jetzt mal ein Friseur, ganz einfach gesagt. Stimmt. Und richtig. Man bekommt als Friseur immer wieder vom Kunden gesagt, oh wunderbar, sie haben mich so schön die Haare gemacht. Und dann gibt es 10 Euro Trinkgeld. Oder man kriegt genau dann noch 10 Euro Trinkgeld dazu. Dann ist das natürlich eine Motivation. Okay. Es gibt, mal da jetzt zwei Fachbegriffe aufzugreifen, die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. Das sind Zungenbrecher. Intrinsische und extrinsische. Ja. Was versteht man darunter? Also was sind das für Motivationsarten? Naja, extrinsisch sind halt die Faktoren, die im Prinzip von außen kommen. Also sei es zum Beispiel die Kompensation, also die Vergütung. Sei es beispielsweise Fragen, die man noch dazu bekommt. Oder vielleicht auch Feedback und Lob von der Führungskraft. Mhm. Intrinsisch ist die Motivation, die von innen her kommt. Also so ein bisschen diese Eigenmotivation, die Idee, dass ich mich selber motiviere, indem ich mir beispielsweise bestimmte Ziele setze, die ich erreichen möchte. Indem ich vielleicht auch vom Wettbewerbsgedanken her gesehen sein möchte als jemand anders. Okay. Und dadurch motivierter an etwas rangehe. Aber letztendlich muss man doch sagen, dass die intrinsische und die extrinsische Motivation miteinander verwoben sind. Also ja, die haben natürlich Einfluss, vor allem die extrinsische. Also wenn das Gehalt gesteigert wird, ist man natürlich motivierter. Ja, wobei das nicht immer sein muss, ne? Weil es gibt ja auch dann immer, ich sag jetzt mal, so eine Schwelle, wo einem vielleicht egal ist, ob man 500 Euro mehr auf dem Konto hat oder nicht. Also, wenn man ein Dieter Bohlen ist zum Beispiel. Ja. Oder eben ein Jendrisek, also Fußballspieler. Oder wenn man einen Herr Sattelberger DAX 3 oder sowas, okay. Ja, also es gibt ja viele Faktoren, die einen nicht mehr weiter anspornen können. Das ist natürlich auch sehr individuell bedingt. Also ich würde mich vielleicht, ich sag jetzt mal, ich selber würde mich vielleicht durch Geld noch mehr anspornen lassen als ein Herr Sattelberger. Okay. Oder aber ich würde sagen, okay, mir ist besonders wichtig, dass ich beispielsweise Feedback oder Lob bekomme und würde dadurch mehr angespornt werden, weil ich das vielleicht selten erhalte. Ja. Wir gehen jetzt, also das war jetzt hier der Trainer, jetzt haben wir über den Trainer gesprochen. Ja. Wir gehen mal zu den Sponsoren, weil wir das eben im Beitrag gehört haben. Carlsberg, Schande über mein Haupt, wusste ich gar nicht. Also engagiert sich sehr beim 1. FC Kaiserslautern. Ja, hat er gut, auch, wo soll er auch sonst? Aber ja, aber das wäre jetzt meine Frage. Ich muss das kritisch hinterfragen. Carlsberg als saarländisches Unternehmen, ja, wir haben natürlich, die investieren auch in Saarbrücken, aber wir haben auch noch, wir haben Homburg, wir haben Neunkirchen und so weiter und so fort. Im Beitrag kommt es ja auch raus, die sagen, think global, act local. Local ist für mich halt dann das Bundesland, also sprich das Saarland. Ja. Warum gehen die zum 1. FC Kaiserslautern? Also was? Das hat mit Sicherheit einfach ein Imagefakt, ist eine Imagefrage. Ich, natürlich, ich meine, Heimatliebe hin oder her, aber im Endeffekt zählt das, was dabei Geschäft rumkommt. Geschäft ist Geschäft. Und erstens habe ich einen wesentlich höheren Verbreitungsgrad, wenn ich beim 1. FC Kaiserslautern bin. Und wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, ein etwas besseres Image als beim saarländischen Fußball. Das mag ein Grund sein. Na gut, also kein Patriot. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob Carlsberg nicht eventuell auch irgendwo noch im saarländischen Fußball. Aus Saarbrücken schon, natürlich, klar. Aber es gibt halt noch andere. Naja, kein allzu großer patriotistischer Gedanke bei Carlsberg. Na gut, Motivation funktioniert im Grunde auch gar nicht ohne Kommunikation, Kommunikationswege. Was gibt es da, was ist da möglich?
Schaut euch's an. In Bezug auf Kommunikation lassen sich mehrere unterschiedliche Herangehensweisen unterscheiden. Jede Sichtweise führt zu unterschiedlichen Definitionen, sodass keine einzige, allgemein anerkannte Definition besteht. Unter Kommunikation wird dann ein soziales Handeln verstanden, in dem mit Hilfe von Zeichenprozessen Probleme gelöst werden. Innerhalb der wirtschaftlichen Interaktion macht Kommunikation oftmals den Unterschied aus, ob ein Geschäft zum Abschluss kommt oder verworfen werden muss. Auch im Sport kommt einer reichhaltigen Kommunikation ein hoher Faktor zu, was Erfolg oder Misserfolg betrifft. Insbesondere Unternehmen des Profisports müssen durch reichhaltige Kommunikation mit diversen Anspruchsgruppen überzeugen, um ihre Marktstellung zu festigen. Zu diesen Anspruchsgruppen gehören unter anderem Sponsoren, Stadiongesellschaft, Fans, Reporter, Mitarbeiter und die Deutsche Fußballliga. Herr Rosskopf ist beim 1. FC Kaiserslautern für die Kommunikation mit den Fans zuständig. Hallo Herr Rossi, bitte stellen Sie sich erstmal vor. Hallo, ich bin der Rossi vom 1. FC Kaiserslautern. Ich bin Fanbetreuer und meine Aufgabe ist es, den Fans mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Welche Medien nutzen Sie bei der Kommunikation mit Fans? Mittlerweile trete ich mit Fans auf vielerlei Arten in Kontakt, mit einem Vier-Augen-Gespräch beispielsweise. Aber ich nutze auch sehr viele moderne Medien. Mit den Fanclubs trete ich meistens über Internet und E-Mail in Kontakt, sowie über klassische Medien wie beispielsweise Briefverkehr und Telefon. Welche Aufgaben nehmen bei Ihnen die meiste Zeit in Anspruch? Ich befasse mich die meiste Zeit mit organisatorischen Aufgaben. Beispielsweise spreche ich mich mit den Fanbetreuern anderer Mannschaften ab und kläre damit ab, welche Dinge die Fans mit auf Auswärtsspiele nehmen dürfen, um somit einen optimalen Ablauf zu gewährleisten. Ohne das Herzblut von diversen Sponsoren wäre das Überleben von Profivereinen nicht möglich. Im 1. FC Kaiserslautern können Sponsoren mehrere Plattformen wie das Herz der Pfalz nutzen, um ihre individuelle Zielgruppe zu erreichen. Diese Plattformen werden vom Sportrechtevermarkter des 1. FC Kaiserslautern, Sports 5, in Abstimmung mit dem Marketingleiter des 1. FC Kaiserslautern, Herrn Jens Bräunig, betreut. Die Plattform Das Herz der Pfalz gibt regionalen Unternehmen die Chance, ihre Marktposition innerhalb dieser Region zu festigen und weitere Kontakte zu knüpfen. Herr König ist beim 1. FC Kaiserslautern für die Kommunikation mit diversen Anspruchsgruppen zuständig. Hallo Herr König, bitte stellen Sie sich erstmal vor. Guten Tag, mein Name ist Jens König. Ich bin Geschäftsführer vom 1. FC Kaiserslautern. Welche Medien nutzen Sie in der Kommunikation? Ich benutze fast das komplette Spektrum der Kommunikationsmedien, angefangen von Face-to-Face-Kommunikation über Brief, E-Mail, Chat, aber auch Telefon, Fax, Videokonferenzen. Wie verläuft die Kommunikation mit der Deutschen Fußballliga, DFL? Meiner Meinung nach läuft die Kommunikation sehr gut ab, da ich ja von der Deutschen Fußballliga auch schon sehr viel Erfahrung mitgebracht habe und dadurch auch auf viele Ansprechpartner zurückgreifen kann. Wie haben Sie sich in der Pfalz eingelebt? Der 1. FC Kaiserslautern als neuer Arbeitgeber gefällt mir sehr gut. Ich habe mich auch direkt in die Pfalz verliebt, nicht nur wegen dem Pfälzer Wein, auch wegen den Fans, die in die Westkurve richtig rocken. Da können sich einige erste Bundesliga-Vereine eine Scheibe abschneiden. Kommunikation, da haben wir was drüber gehört, vor allem auch von Herrn Rossi, Fanbeauftragter des 1. FC Kaiserslautern. Er hat es gesagt, steht mit, oder du, viele Medien mit den Fans in Kontakt, E-Mail, Telefon ist klar, irgendwelche Prospekte, die dann auch rausgegeben werden für den Fan. Es gibt eine Betriebswirtschaftslehre, die Media Richness Theorie, die sich damit auch befasst, mit diesen Kommunikationswegen. Was versteht man darunter genau? Also fangen wir vielleicht mal ein bisschen vorne an. Es gibt Theorien. Es gibt Theorien darüber, welche Medien man nutzen sollte für die Kommunikation, zum Beispiel im Unternehmen. Und da ist eine dieser Theorien, ist diese Media Richness Theorie, das besagt aus, dass je reicher das Medium ist, umso eher soll man es für komplexe Situationen sozusagen anwenden. Okay, was ist, wie identifiziert oder wie definiert man ein Medium, dass es reich ist? Reich ist es zum Beispiel, wenn man über viele Kanäle
kommunizieren kann, also ich sage jetzt mal face-to-face, kann ich mit meiner Mimik, mit meiner Sprache, mit meinem Tonfall, mit meiner Gestik, kann ich mit dir kommunizieren. Wenn, genau. genau so. Okay. Wenn ich einen Brief habe, habe ich rein das Sprachliche. Ich kann manchmal nicht herausfinden, wie ist etwas gemeint, zum Beispiel Ironie. Teilweise schwer in einem Brief herauszulesen, kann ich dir, wenn wir miteinander reden, natürlich wesentlich besser erläutern. Ja. Ja. Das heißt, es gibt so eine Idee, dass man im Prinzip für sehr komplexe Sachen eben sehr reiche Medien nimmt, für weniger komplexe eben weniger reiche nimmt. Und auch da sagt man, wenn man wenig komplexe Sachen hat, dann sollte man auch diese weniger reichen Medien nehmen, weil man ansonsten eine auch nicht das effektivste Medium genutzt hat, sozusagen. Okay, aber wie entscheidet man jetzt, was ist komplex und was ist weniger komplex? Also was würdest du, wenn man das anhand der Theorie entscheidet, dann ist das in der Theorie eingeordnet. Da gibt es im Prinzip ein Bildchen zu, ne, ein Modell zu. Ja, und da sind wirklich die einzelnen Medien drin eingeordnet. Und anhand der Komplexität und daran kann man das dann aussuchen im Prinzip. Okay, das war jetzt sehr, sage ich jetzt mal, sehr global, sehr allgemein umfassend. Jetzt spezifisch auf den ersten FC Kaiserslautern, auf den Fußballverein. Was man da für Medien nutzt. Ja, was würdest du denen empfehlen? Also Bayern München hat einen eigenen TV-Sender. Ja. Zum Beispiel. Also ich glaube, sowas eigener TV-Sender macht wirklich nur dann Sinn, wenn man wirklich eine so riesengroße Anhängerschaft hat, dass sich das einfach auch wirtschaftlich rechnet, sage ich jetzt mal. Okay. Ne? Was sicherlich die gängigen Sachen sind, ist Internet. Ist mit Sicherheit auch über irgendwelche Zeitungen, Mitgliederzeitschriften beispielsweise zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob das gängig ist im Fußball. Sowas gibt. Olli, ist das gängig? Ja. So Fan-Prospekte und Fan-Zeitschriften, okay, ja. Und dann klar über Prospekte, aber mittlerweile wird, glaube ich, sehr, sehr viel auch einfach übers Internet gemacht. Aber ist das sinnvoll, also ist das auch gut so? Ist das ein gutes Medium, das Internet? Sicher, weil auch ja mit Sicherheit auch die Fußballfans ja auch immer jünger werden. Und gerade, ich sag mal, die fanatischen Fußballfans, die dann auch in die Stadien gehen und alles, mit Sicherheit eher auch die Jüngeren sind vielleicht. Und das sicherlich ein Medium ist, was auch in dem Altersbereich stark genutzt wird. Okay, also Kommunikation, Internet, klar, ist ein allgegenwärtiges, das steht außer Frage und sollte dann dementsprechend auch werden. Letzter Punkt sozusagen in der Themenaufgabe Administration, wie gesagt, kurzum vielleicht einfach als Verwaltung zu verstehen. Aber was man wirklich tatsächlich drunter versteht oder wie es ausgeübt wird, gibt's jetzt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Max und studiere an der Universität Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal und Organisationsmanagement. Ich habe gerade meine Fallstudie vom Lehrstuhl Scholz erhalten. Ich soll eine Ausarbeitung zum Thema Administration im Personalmanagement schreiben. Ich überlege mir gerade, wo ich zu diesem Thema etwas finden kann. Ah, probieren wir es mal bei Google. Da gibt es was bei Wikipedia dazu. Mal sehen, ob mir das wirklich weiterhilft. Nein, doch nicht das Richtige dabei. Schade, probieren wir mal den nächsten Treffer. Besserwisser.de, die versprechen, Antworten auf meine Fragen zu liefern. Probieren wir es einfach mal aus. Also Administration bedeutet für mich einmal Verwaltung, aus dem Lateinischen administrare, das heißt verwalten. Dann beziehe ich es auf Personalbereich, Stichwort Personalverwaltung, Verwaltung von Mitarbeitern. Ja, und dann könnte ich es noch aus dem IT-Bereich, Stichwort Systemadministrator. Administration ist für mich alles, was Verwaltung betrifft.
Verwaltung. Und spontan gefragt jetzt natürlich eher die Univerwaltung, sprich Prüfungsämter, Verwaltung der Studiengebühren, ziemlich viel Aufwand, ziemlich viel Personalkosten. Netzwerkadministration ist kein Ponyhof. Ja, Administration ist ein gutes Stichwort. Ich bin persönlich Systemadministrator hier an der Universität und mein Aufgabengebiet wäre zum Beispiel die Wartung von Computersystemen und Serversystemen und natürlich auch die Benutzerbetreuung. Das waren ja sehr gemischte Antworten. Vielleicht finde ich ja noch eine bessere Antwort, wenn ich diesen Premium-Service benutze. 3 Stunden später. Endlich ist das Video da. Ich bin der Herr Oli vom 1. FC Kaiserslautern, bin zuständig für Administration, alle administrativen Projekte, die den 1. FCK angehen. In mein Aufgabenressort fallen alle Tätigkeiten zur Personalplanung, Personalgewinnung, aber auch zum Personaleinsatz. So habe ich zum Beispiel die Logen mit genügend Mitarbeitern zu bestücken und natürlich auch den Ordnungsdienst richtig einzustellen und die Personen mit den Kernkompetenzen auch auf die richtigen Stellen anzuwenden. Meine größte Herausforderung in der Administration bestand darin, einen Service-Sender für die Fans des 1. FC Kaiserslautern zu kreieren und ihnen ein Zuhause zu geben. Gut, nun weiß ich Bescheid und kann drauf losschreiben. Dann fangen wir einmal an. Administration im Personalmanagement beschäftigt sich mit der... Administration, die Verwaltung in einem Unternehmen, jetzt ein bisschen was drüber gehört. Wie ist das beim Fußballverein? Beitrag war ja jetzt überhaupt nicht fußballlastig, auch was Schönes, aber wir haben es ja in diesen Rahmen eingepackt. Vertragsverhandlungen zum Beispiel, ist das eine Aufgabe der Administration, der Verwaltung? Generell, egal ob Fußballverein oder Unternehmen, ist natürlich eine Vertragsverhandlung, wirklich die Verhandlung an sich, Aufgabe zwischen Personalabteilung und dem zukünftigen Mitarbeiter. Mhm. Was allerdings die Verwaltung macht, ist natürlich vorgeben, was an Rahmenbedingungen da sein müssen, sei es rechtliche, sei es organisatorische. Das heißt, klar hängen die damit dran, aber die eigentliche Vertragsverhandlung wird meist durch die Personalabteilung und dem Bewerber halt gemacht, ne? Okay, weg jetzt von der Personalabteilung oder weg von dieser Vertragsverhandlung. Aber die Administration ist dann schon zuständig für alle Abteilungen. Also die geben Vorgaben für alle Abteilungen. Egal, ob das jetzt eben... Das kommt ganz drauf an. Es gibt ja die Personalverwaltung, es gibt die Verwaltung an sich. Das kommt drauf an, bevor man spricht. Personalverwaltung macht hauptsächlich beispielsweise Sachen wie Abrechnungen, wie Urlaubstage, Anträge, Reisekostenabrechnungen, halt alles, was man sich verwaltungstechnisch im Personalwesen vorstellen kann. Dann gibt es natürlich die ganz normale Verwaltungsabteilung noch, die übergeordnet für das Unternehmen handelt. Also es muss nicht identisch sein. Okay, also im Grunde ist es sozusagen aufgesplittet, nochmal oben steht sozusagen. Genau. Du hast gerade von Kosten gesprochen, das war perfekt, eine gute Überleitung. Wir haben natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe es am Anfang der Sendung angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel. Auch das war Thema Carlsberg und zwar gibt es ein 5-Liter-Fässchen Carlsberg zu gewinnen. Die Telefonnummer nochmal, das ist die 0681 302 4942. Ihr müsst aber eine Frage beantworten. Und zwar in Verbindung mit, wir sind ja hier BWL-Studenten oder die Herren hier sind BWL-Studenten und Fußball. Und zwar gibt es einen Europameister von 1996, der über eine Fernuniversität Betriebswirtschaftslehre studiert hat und auch erfolgreich abgeschlossen hat. Wir möchten wissen von euch, wer ist das? Ruft an 0681 4942, richtig? Jetzt wollte ich 4942, nochmal 0681 302 4942. Welcher Europameister von 1996 hat über eine Fernuniversität die Betriebswirtschaftslehre studiert und auch erfolgreich abgeschlossen? Wenn ihr ganz schnell seid, dann können wir auch gleich noch bekannt geben, wer es war. Ansonsten, das war's von heute. Die Gruppe mit Serjoscha Schirrer und Oliver Schnitzer. Motivation, Kommunikation, Administration.
super vielen lieben Dank, Caro, dass du eingesprungen bist. War sehr interessant und hervorragend. Das hätte gar nicht besser laufen können. Natürlich. Von daher. Ja, wie gesagt, das war diese Sendung. Und nächste Woche gibt es noch die letzte Sendung für dieses Semester, veranstaltet bzw. durchgeführt vom Lehrstuhl. Und dann ist erstmal sozusagen, wie sagt man hier, Winterpause oder Sommerpause? Keine Ahnung. Semesterferien auf jeden Fall. Das war's von heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.